Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Es geht weiter. So, hier ist Gorn, mit dem können wir auch mal kurz quatschi. Ja. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen, an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Ja. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Freunde. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Dann gehen wir gleich mal dahin. Ich habe mich entschlossen, ich werde doch Mark, ja? Weil ich geil bin. Komm, quatsch mal hier. Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Dankeschön. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Oh cool, Wasser. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Ach du Scheiße. Sprich nun die Worte des Eides. Ja, würde ich gerne. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanos. Yay. Eine Robe, Bitch. Ich bin jetzt so geil. Wasserrobe, Schutz vor Waffen 65. Okay, ist besser. Okay, ich dachte anfangs, okay, eine Wasser, also eine Robe bringt dir ja eigentlich nicht so viel Schutz wie eine Rüstung, ne? Aber ja, gut. Mit den 5 weniger kann ich erstmal leben. Das ist nicht so tragisch. Und hey, wir können da glaube ich auch gleich mal in den Kreis der Magie eintreten. Glaube ich. Komm, mach mal hin, ne? Magie? Magie zu Ehren. Hohe Robe. Ja. Ich möchte die. Es ist noch nicht an der. Gut, dann halt die Fresse. Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch viel zu lernen für dich. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Ich bin bereit. Ich bin jetzt bereit. Ich kann dir nichts. Ja, ist ja gut. Gut, dann werden wir jetzt 10 Punkte sammeln, bis wir in den ersten Kreis rein können, ne? Nebenbei sagt Nefarius, hat nie gesagt, dass wir eigentlich bereit sind, aber hey, cool. Wenn er der Meinung ist, bin ich auch der Meinung. Okay, warte mal ganz kurz. Können wir immer noch nicht. Ja, stimmt ja. Teleport zu dem Wassermagier auf 7, okay. Also es ist auf 6. Auf 6 ist Schlaf. Gut, dann scheißen wir das. Genau, das kann man nämlich nicht selber belegen. Das wird einfach so nach Lust und Laune belegt. Ja, dann gehen wir mal Richtung freie Mine und schauen mal, ob wir uns da irgendwie anschließen können. Ist natürlich eigentlich auch lustig. Hier Angriff und so weiter und die chillen da alle. Schöner Tag heute. Ach, guck mal, das Gorn. Warte mal, könnten wir ja mal. Ne, könnten wir doch mal. So. Erstmal ein Wodka rinnen und tschüss. Jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen scheiße, dass ich hier den Großteil der Leute irgendwie die Waffen abgenommen habe. Es tut mir fast schon leid, aber ja. Ne, wisst ihr Bescheid. Darfchen, ich renne da mal durch, oder? Sei gegrüßt. Vergessen wir unsere Mann. Eieiei. Ja, fühlt halt nicht mit mir. Gehe ich halt alleine. Tschüss. Mit ein paar Wichsern werde ich wohl noch fertig. Ja, ist schon wieder sowas Auffälliges, ne? Ei, hier kann man sogar hochklettern. Scheiß die Wand an. Mensch, Spiel, du überrascht mich. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Willst du das ernsthaft durchziehen? Kein Bock auf deinen Müll. So, dankeschön. So, was ist hier oben? Nee, da hoch kann ich wieder nicht klettern. Okay, Hauptsache man kann hier hochklettern, aber es bringt nichts. Sehr gut. Man kann hier hochklettern, also es tut mir leid, wenn ich hier cheaten muss, aber ich kann auch nicht dafür, dass die Scheiße total verbuggt ist.
Normalerweise kommt man da hoch. Ich weiß nicht, wie ich damals hochgekommen bin. Hallo, Vieh. Ja, so laufe ich auch immer mit meinem Schwert. Wenn ich denn eins hätte. Irgendwie ja witzig, ne? Was auch irgendwie witzig ist, dass der Weg zur Mine irgendwie total unsicher ist, ne? So gesehen. Komm, renn nicht weg. Fliehe nicht vor deinem Schicksal. So, das Schwert können wir jetzt erstmal wegstecken. Außerdem wird abgespeichert. Und hier liegt schon ein toter Söldner. Schön mitnehmen. Okay, aber hier... Ja, siehste? Siehste? Das war wieder etwas, was ich verpasst habe. Also, es tut mir leid. Ich habe höchstwahrscheinlich sehr viel Story, naja, Story nicht direkt, Nebenmission von Gothic 1 verpasst. Ich hätte einfach mal hier rübergehen sollen zur freien Mine, aber ich wusste nicht, ob ich das schon darf, aber ich meine, Mann, ich war Söldner, hätte ich ja schon locker hin dürfen, oder? Ja, es tut mir leid, fällt mir jetzt auch erst auf. Scheiße. Ich hätte ja noch einige Quests machen können und so, ne? Und selbst wenn nicht, hätte ich einfach mal auf die Fresse hauen können. Oh. Okiel. Oh. Nee, der hing, glaube ich, gar nicht im Lager rum. Das war auch wieder so eine Person, die nur hier wahrscheinlich war. Wie ist denn seine Waffe? Ja, die kann man anbieten. Scheiß auf die behinderte Königsklinge. Ich habe was viel Besseres. Danke, Okiel, dass du gestorben bist. Trink auf dich. Wenn ich nett bin, könnte ich mich einfach in ihn hinein teleportieren. Und... Ach, guck mal, jetzt zeigst du mir das an. Das ist ja sehr nett. Das ist ja echt sehr nett. Jetzt könnte ich mich in ihn hinein teleportieren und wiederbeleben, aber nö. Schöne Axt. Kriegerstimme. Ja, hat sich dann doch noch gelohnt, dass wir uns hier umgeguckt haben. Sehr gelohnt, würde ich sogar sagen. Ich würde sogar sagen, äußerst gelohnt. Ja, doof nur, dass ich mich nicht vorher umgeguckt habe, ne? Na, entschuldigt. Mir tut meine eigene Dummheit auch schon weh. Oh Mann, das ist... Das finde ich gerade echt doof. Es ist jetzt nicht irgendwie so gespielt oder sowas, dass ich das scheiße finde. Ich finde das wirklich scheiße, dass ich dem nicht nachgeguckt habe. Verdammt. So viel lustige... lustige vor allem. Ach, guck mal. Speichern wir mal ab. Was ist denn hier los? Ach, Jagal. Sieh mal einer an. Der Typ aus dem neuen Lager, der uns schon so viel Ärger gemacht hat. Wenn du damals schlauer gewesen wärst, würdest du heute zu uns, den Siegern, gehören. Pff, am Arsch. Hättest mich damals bezahlen sollen, als es noch Zeit war. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Das ist ja nicht Los, meine Waffe. Wir machen ihn kalt, Jungs. Hast ja nicht mal mehr eine Waffe. Oh Gott. Ja, okay, so viel dazu. Ich hätte mich eventuell auf die Leute konzentrieren sollen, die tatsächlich gefährlich werden könnten. Ja, das wäre wahrscheinlich eine etwas schlauere Sache gewesen. Sieh mal eine... Ihr seid... Der dauert immer noch zu. Und tschüss. Und tschüss. So, dich hebe ich mir auf. Na komm, steh auf, Süßer. Ich will deine Erfahrungspunkte. Ich meine, du hast 500 gebracht, ne? Wie normal 500, du Arschloch. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Na, was machst du? Falsche Wahl. Weg ist er. So, erstmal was fressen. Ich glaube fast, ich hätte auf Gordon warten müssen, ne? Aber seht ihr mal, so könnt ihr euch das Spiel im späteren Verlauf einfacher machen.
Dann nehmen wir einfach vor Kapitel 4, reingeht, den Typen K.O. haut, die Waffe wegnimmt. Wegnehmt. Ja, geht auch. So, Gardist, Gardist. Wo ist denn Jekyll? Gardistenhand. Wie süß. Na schön. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, deswegen gucke ich mir mal. Warte mal, das ist eine. So scheiße die Situation noch gerade ist, aber das ist eine verschlossene Tür. Und verschlossene Türen, oder beziehungsweise Türen, sagen immer, dass da irgendwas ist. Was haben wir denn hier? Na scheiße, brauche ich einen Schlüssel für. Da nehmen wir zufälligerweise den Schlüssel. Toll, so viel dazu. Egal, darauf geschissen. Ich gehe mal zurück zu Gorn. Ich glaube, ich hätte den mitnehmen müssen. Ich könnte zwar auch ohne ihn rein, glaube ich, aber ich glaube, das gibt mir dann nicht die Mission, die zurückzuerobern, weißt du? Und ja, das wäre ein bisschen doof, schätze ich. Was wohl passiert wäre, wenn man Jekyll getötet hätte? Das ist eine interessante Frage eigentlich. Was wäre passiert, wenn man einfach vor Kapitel 4 Amok gelaufen wäre im alten Lager und vorher erstmal alle so kalt gemacht hätte, ne, so von wegen, dass sie dann keine Waffen mehr haben, und sie danach endgültig getötet hätte? Was wäre dann passiert? Hätte man so den Angriff verhindern können? Gute Frage. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Nach dem Let's Play, selbstverständlich. Dann werde ich mal ein ganz böser Cheater sein, weil ich habe ja leider keinen alten Speicherstand. Ein ganz böser Cheater sein, mich in Kapitel 3 cheaten. Und irgendwie mit OP-Waffen oder irgendwie sowas, ne? Mit Waffen, die ihr gegen Ende sehen werdet, tust. Hallo. Hi. Und dann, ne? Wie ist die Lage? Alles ruhig. Lee ist noch damit beschäftigt, unsere... Bis später. Vielleicht hätte ich auch erstmal zu Lee gehen sollen. Wäre vielleicht auch nicht die schlechteste. Nee, fand ich besonders schlau, da hast du recht. Na egal. Dann werde ich mich mal, ne, mit Waffen, die ihr gegen Ende sehen werdet, dort hineinbegeben, alle abschlachten, oder den Großteil abschlachten. Dann mal sehen, was da passiert, weil ich meine, es dürfte ja eigentlich keiner mehr leben. Zumindest dürfte Jekyll nicht mehr leben. Und das ist ja, kann ich da mal vorbei? Nee, eigentlich nicht. Warum fragst du nur blöd? Nali, alte Sau, alte Marlene, tust du so, als ob du lesen könntest. Hallo. Tag. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Jawohl. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Hätte ja sein können. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich eure Zeit verschwendet habe. Aber Oryk ist gerade eben woanders hingegangen. Hallo. Tschüss. Ja. Ist toll. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ja, wisst ihr was? Ihr mich auch, ne? Ohne Witz. Och, die Mine wurde überfallen. Das ist mir doch scheißegal. Erstmal einen saufen, ey. Ja, na egal. Dann mache ich das halt im Alleingang. Bin's ja gewöhnt. Vergiss das. Mein Gott. Das ist ja nichts mehr Neues. Das ist Classic. Vielleicht kann ich ja mit Cord was sagen, mit Cord was reden, mein Gott. Sei gegrüßt. Du hast mir ganz schön aufs... Das habe ich wohl. Schöner Arsch, immer gesagt. Oh gut, dann eben nicht. Mach ich's halt im Alleingang. Tja. Wenn ihr alle nicht wollt. Mensch, kann ich doch nichts dafür. Ich meine, mich erinnern zu können, dass auf jeden Fall die Leute mitkommen. Vielleicht hätte ich irgendwo anders die Quest triggern müssen. Ich weiß es doch nicht. Fragt mich doch nicht. Vielleicht steht es ja hier irgendwo. Zardos den Dämon, das Treffen. Ja, ich muss Lester noch finden, ne? Wo ist denn der Wichser? Ich stehe nirgendwo. Toll. Es ist nicht meine Aufgabe. Ich mache sie trotzdem. Fick dich. Fick dich, Spiel. Es ist eine Open World. Ich kann machen, was ich will. Ja? Hui. Und ich düse im Sausi-Schritt und bring den Führer mit. Was? Was für ein Führer?
Ja, Lichtschaltung runter, tschüss. So, auf in die Hütte, in die Mine, meinte ich. Wo? Ach, die Winde war da drin, ne? Die Winde ist da drin, ne? Und ich habe keine Ahnung, ob ich die aufkriege. Oder war die oben? Scheiße. Soll ich vielleicht doch erstmal Sardas holen? Sardas. Vaginas, was sind das? Oh, das ist eine Truhe. Oh, das war eine Truhe, die sie vor mir versteckt hat. Was ist denn nun los? Hä? Toll, tu mich auch, Truhe. Tu mich auch. Wetten, dass die Schlüssel drin. Die Schlüssel, wetten, dass die Schlüssel drin. Leck mich doch am Arsch. Na gut. Ich mache erstmal Cut. Wir sind bei 16 Minuten. Das soll es erstmal gewesen sein, weil im nächsten Part werde ich dann Sardas suchen gehen, wenn ich hier nichts machen soll. Bis dahin. Tschüss.